Hallo zusammen, ich grüße euch. Heute zeige ich euch, wie Sie eine Tabelle mit OpenOffice in Querformat einfach so erstellen können. Und von daher, wenn Sie eine Tabelle in Querformat erstellen wollen, dann sollten Sie erstmal das Format zum Beispiel ausrichten, wie Sie wollen. Momentan ist es schon auf Querformat, aber Sie haben die Möglichkeit, ich zeige euch nochmal. Also hier auf Format gehen Sie Seite und dann haben Sie einfach hier die Möglichkeit, Ihre Seite einfach hier hoch oder quer auszurichten. Wenn wir hoch und wenn wir unser Dokument einfach hoch ausrichten wollen, dann können wir einfach da drücken und sofort sehen Sie, es ist einfach schmaler geworden, weil es hoch ist. Aber wenn wir ändern wollen, dann gehen wir wieder hin und dann stellen wir einfach unsere Tabelle, unser Format einfach in Hochformat und Querformat und sofort wird einfach unser Format quer, also breiter und breiter. Und zwar, wir wollen jetzt wir haben schon einige Tabellen hier hinzugefügt und wir wollen zum Beispiel jetzt unsere Vorlage nochmal bearbeiten. Ich zeige euch, wie Sie mit Tabelle Vorlage einfach so arbeiten können. Dann gehen Sie einfach hier. Wir fügen zunächst einige Tabellen nochmal. Also, und zwar, wir fügen weitere Tabelle anfügen und dann können wir einfach die Anzahl von unserer Spalte und Zeile angeben und von daher ganz einfach. Wenn wir unsere Tabelle schon hier haben, dann haben wir auch die Möglichkeit, einfach unsere Vorlage mit Vorlage zu arbeiten. Wir haben verschiedene Vorlagen, einfach hier, wir können zum Beispiel diese Vorlage benutzen und dann sofort wird einfach die Tabelle einfach so sein. Sie sehen schon. Und wenn wir nochmal eine neue Vorlage haben wollen, zum Beispiel solche Vorlagen, dann nehmen wir einfach die und dann drücken wir einfach okay, und dann wird einfach die Vorlage geändert. Natürlich können wir einfach auch weitere Zeile und weitere Spalte einfach hinzufügen, wie Sie einfach auch hier sehen. Und von daher ganz, ganz simpel. Und natürlich können Sie auch die ganze Tabelle löschen oder verbinden mit dieser Tabelle, die hier ist. Um das zu tun, gehen Sie einfach auf Tabelle und dann können Sie die beiden Tabellen so verbinden und sofort sind Sie beide verbunden. Wenn Sie die Tabelle auftrennen wollen, dann gehen Sie wieder hin, dann trennen Sie einfach die Tabelle und es war einfach Überschrift kopieren oder eigene Überschrift mit Vorlage. Ja, können wir einfach eigene Überschrift mit Vorlage haben und sofort wird einfach die Daten einfach getrennt. Sie sehen schon, es ist einfach getrennt. Und eben habe ich auch gezeigt, wie Sie einfach auch mit Kopfzeile und Fußzeile anfügen können, aber wir können nochmal wiederholen, was es bedeutet, wie Sie einfach das machen können und von daher, ich zeige euch nochmal, wie Sie einfach Ihre Zeile nochmal so Zeile nochmal so teilen können oder ja, wir wollen zum Beispiel diese Zeile hier in zwei vertikal oder horizontal teilen, dann gehen wir einfach hier hin, wir können zum Beispiel teilen in horizontal und vertikal, wir machen erstmal horizontal und wir teilen in zwei, dann drücken wir okay und sofort wird es einfach. Und wir wollen auch zum Beispiel diese Hintergrundfarbe ändern, nee, diese Hintergrundfarbe ändern, dann markieren wir zum Beispiel die ganze Tabelle und von daher die ganze Tabelle wird markiert und wir können zum Beispiel eine andere Farbe aussuchen und sagen, ja, wir wollen die ganze Tabelle in Blau haben oder wir wollen die ganze Tabelle in Hellgrün haben. Sie können auch die Farbe von Zellen oder von der ganzen Tabelle einfach ändern, wie Sie wollen, wenn Sie zum Beispiel nur für einen Zeile enden wollen, dann gehen Sie einfach da, wählen Sie einfach nur die Zeile und es wird einfach geendet. Also von daher, dann enden Sie einfach die Farbe und dann wird es einfach so geendet. Sie können auch Ihre Tabelle so bearbeiten, wie Sie wollen. Und wir wollen jetzt einfach eine Zeile in zwei Teile einfach in vertikal, jetzt war hier war in horizontal geteilt, wie Sie einfach hier sehen. Wir haben zwei Blocken hier und jetzt wollen wir diese Zelle jetzt in zwei vertikale Blocks teilen. Also entweder können wir einfach hier sofort drücken und vertikal drücken wir auch. Wir wollen in vertikal dieses Mal und dann sofort wird es auch so geteilt. Sie sehen schon, was wir gemacht haben. Und natürlich können Sie auch mit Formel so arbeiten und zwar mit Summe aus können Sie auch und von daher ganz, ganz einfach ist es. Dann gehen Sie wieder auf Tabelle. Also, ups, Entschuldigung, das dauert ein bisschen, tut mir leid. Und dann gehen Sie wieder hin. Ich zeige euch nochmal was. Nee, es ist okay. Ich
zeige im nächsten Video. Also Sie können auch mit Formeln so arbeiten. Und hier oben sehen Sie schon zum Beispiel, wir haben fx hier, das ist eine Formel. Und wenn wir hier drücken, dann merken wir haben die Summe hier, wir haben die Runden hier, die Prozent hier und Quadrat. Und wir haben die Leistung, Operatoren haben wir auch, statistische Funktionen haben wir auch. Und wir haben ganz normale Funktionen. Und in dem nächsten Video werde ich euch einfach genau erklären, wie man mit Summe so, wie man einfach addieren kann und auch runden kann und mit Prozent auch arbeiten kann. Hier haben wir keine Daten drin geschrieben, deswegen kann man auch nicht genau etwas hier summieren oder addieren. Und deswegen sage ich einfach, ja, wir machen das in dem nächsten Video. Bleiben Sie einfach nur dran.